Man should not rule over man. Let knowledge rule again. The Book of Light, Book of Books, and Savior of Mankind. Aum. So, meine Lieben, herzlich willkommen zur Enthüllung im Morgenrock. Ein etwas reißerischer Titel, aber kaum aus dem Bett lese ich da einen Kommentar zu einem Video von Nila Kanter, wo jemand schreibt: Lanu wurde diktiert im Buch des Lichts, dass Nirvana vergänglich ist. Warum soll ich dann Nirvana nehmen? Da müssen wir erklären. Nirvana ist jenseits jeglicher Beschreibung. Es ist die Aufhebung aller Wahrnehmungen und Empfindungen. Darum kann man da gar keine weiteren Worte verlieren. Nicht die Aufhebung desjenigen, der nichts mehr wahrnimmt und empfindet. So. Und darum ist wahrscheinlich Nirvana als wirkliches Ziel für die meisten sowieso nichts. Ja, ich habe das in dem Video gesagt, kommst du mit nach Nirvana? So. Warum? Nirvana ist nur vergänglich für jemanden, kommt es vor, der es wieder verlassen muss oder der beim Wiedererwachen des Universums Nirvana verlässt, weil da vielleicht noch einige Skandhas sind. Aber nicht verlässt in tiefste Himmels, in tiefste Höllenebene, sondern vielleicht einen Schritt raus in die höchste Himmelsebene, von der er mit einer Entscheidung Nirvana wieder erlangen kann. Das ist gar keine Überwindung mehr, das ist eine Entscheidung. Falls Skandhas da noch sind, das habe ich da so geschrieben, kommt dem Nirvana vergänglich vor, weil er sich plötzlich in einer Himmelswelt wiederfindet, falls das für ihn dann zutrifft. Wir müssen diese höchste Kompliziertheit, die eigentlich ganz einfach ist, Nirvana kommt, wenn du alles loslässt, was Nirvana nicht ist. Dann bist du im Urgrund, außer Ende. So. Ja? Und jetzt kommt der Einwand, ja, wenn ich das aber will, dann ist ja Nirvana auch vergänglich. Nein, ist ja immer da. Zeitlos, ewig, ohne Dauer. Du, die Wesenheit, verlässt Nirvana und kehrst wieder zurück. Ja, wer einmal Nirvana erlangt hat, der bleibt entweder zeitlos, ewig da oder wenn noch geringe Skandhas sind, Furzelchen von Verlangensatomen in einer Himmelswelt, was weiß ich, dann. Also das gilt jetzt für jemanden, der bewusst Nirvana erlangt hat und sich dann an der Stufe von Nirvana auch von seinem Bewusstsein löst. Denn das Bewusstsein bist du nicht. Du kannst es nur benutzen, um Nirvana zu erlangen. Desgleichen bist du nicht dein Denken. Du kannst es zu Nirvana richten. Und wenn du dann an der Schwelle von Nirvana stehst, da brauchst du kein Denken mehr. Bringen wir das Ganze mal mit einem ganz einfachen Beispiel. Du verlässt ein Zimmer und kehrst zu dem Zimmer zurück, irgendwann nach langer Zeit, weg immer. Und alles ist noch das Gleiche. Da kannst du sagen, das ist Nirvana. Als Vergleich nur, in Nirvana gibt es keine Formen. Wenn ich das jetzt mal vergleiche, du verlässt das Zimmer. Das Zimmer hat sich verändert. Die Möbel, sagst du, sind weg oder da oder hier. Jemand Neues ist eingezogen. Und das Zimmer, wenn du reinkommst, ist nicht mehr dasselbe. Das ist die Himmelswelt. Die unterliegt der Veränderung. Das ist Mula Prakriti, die Urmaterie in der Himmelswelt, die mit ihren ätherischen Formen, seiner Wesen, seiner Strukturen in einem ständigen Wandel ist. Das ist in Nirvana nicht der Fall. Denn der Wandel der Strukturen wird ja nur erzeugt durch das Verlangen nach den Formen. Und sei es die Form eines höchsten Engels oder sonst was da in den Himmelswelten so sich befindet. Ja, wir finden in den Himmelswelten oft auch Wesen, die weder lachen, noch tanzen, noch fliegen, noch dies und das. Die sitzen und sind nur da. Das sind meist Wesen, die von Erden Nirvana erlangen wollten, eine Zwischenstufe, den Himmel erlangt haben und von dort weiter meditieren nach Nirvana, nach innen gehen. Und darum kannst du Nirvana denn mit keiner dieser Strukturen vergleichen. Es ist der einzig angemessene Zustand, weil er keiner Veränderung unterliegt. Die Himmelswelten mit ihrer in Aktivität sich befindlichen Urmaterie streben immer die Gleichmachung an, immer wieder weg mit den Formen, weg. Das verändert sich ständig. Das Material nicht. Es ist ja zeitlos ewig. Wenn die Formen
in die Urmaterie gehen, aktivieren sie das Urelement von den Alchemisten so gesucht und so weiter. Und dann entsteht eine entsprechende Form feinstofflicher Art, entsprechend im Verlangenszustand der Monade, der Wesenheit. So. Wer sie auch von diesem Zustand lösen kann, der ist in Nirvana. Das kann man übrigens auch hier schon erlangen in der täglichen Meditation. Schau mal, wenn du im Tiefschlaf bist, wenn du schläfst, dann ziehst du dich aus dem Körper notgedrungenerweise zurück, weil du einen anderen Zustand als den Körper vielleicht nicht kennst. Der Körper wird müde, du ziehst dich zurück und kommst in die Traumwelt, in die astrale Welt, in deinem astralen Leib. So. Das ist sozusagen ein notwendiger Zustand. Der Körper wird müde. Die Systeme klappen zu. Und du erwachst in der höheren Ebene. Dieses Aufhören der Systeme kannst du künstlich erzeugen in der Meditation, indem du dich von den Systemen löst, die zwar weiter noch laufen, in der Meditation, der Kreislauf, der Herzschlag und was auch immer. Natürlich, wenn man den höchsten Zustand erreicht, dann hört der Atem auf. Da bist du nicht tot, der Atem hört auf. Wenn du das forcierst, dass der Atem aufhört, dann wirst du verrückt. Mach das nicht. Lies dir mein Büchlein Seelenatemmeditation durch. So. Und selbst wenn dir keiner der höheren Zustände gelingt, wirst du sehen, dieses Leben begleitet mit Seelenatemmeditation bringt dich auf einen ganz viel höheren Zustand an der nächsten Existenz. Weil viele Dinge, die dir wichtig waren, jetzt plötzlich nicht mehr wichtig sind. Du bist befreit von ihnen, du ergreifst nicht mehr, du machst keine Greifakte mehr. So. Nirvana ist metaphysisch, jenseits der physischen Welt. Zur physischen Welt zählen wir auch die Himmel der Religionen. Sorry. Und angenommen, du hast Nirvana erlangt. So. Und bist bewusst dahin gegangen. Nirvana ist ja nur deshalb der höchste Bewusstseinszustand, weil es jenseits des Bewusstseins ist, aber durch das Bewusstsein werden wir dahin geführt. Dann lösen wir uns auch vom Bewusstsein. Denn auch das Bewusstsein ist ein Erkennungsvorgang. Bewusstsein kann ja nur mit dem physischen Körper erzeugt werden. Zum physischen Körper zählen wir auch den Geistkörper. Denn die Himmelswelten und die Religion, bitteschön, bei allem Respekt, die Muslime und die Christen als ewiges Leben sehen. Höchste Seligkeit. Es ist große Seligkeit. Ja, keine Frage. Im Vergleich zu dieser schmutzigen Welt. Aber schaut mal, das ist ja eine Beschmutzung. Nach Buch des Lichts Lehre ist auch der Geistkörper noch eine, wenn auch sehr verfeinerte, Beschmutzung. Ein bisschen Kot riecht immer, wenn es auch nur ganz wenig ist. Ja, Entschuldigung, jetzt dieses. Nirvana kommt, wenn wir uns auch vom Verlangen nach der Himmelswelt lösen. Nirvana ist immer da. Da braucht nicht zu kommen. Wieder, ja, der Tölpel Lanu, wenn du solche Worte benutzt. Vergänglich erscheint einem immer nur etwas, wenn man sich von einer Situation löst. Man könnte mal sagen, ja, dann sind die Himmel ja auch nicht vergänglich, weil da löse ich mich zwar davon, aber die sind noch da. Die Himmel sind nur da, solange alle, das ganze Universum mit den Wesenheiten da ist. Wenn alles sich zurückzieht in den Urgrund, dann haben wir wieder drei. Urmaterie, alle Wesenheiten und den Urgrund. Nicht in Kontakt. Sobald Kontakt kommt, bedingt durch was? Durch Durst nach Leben. Der eigentlichen Durst nach dem Tod ist, denn es gibt kein Leben. Es gibt kein Leben. Ich befinde mich in einem Sterbevorgang und bin nach Statistik dem 10.000 Mal näher als ihr. Ich bin 74. Mein Sterbevorgang begann mit meiner Geburt, der eure mit eurer. Wie lange soll ich noch leben? David Bowie starb mit 69, die meisten sind schon tot, ich kenne. Ja, so.
Nirvana aber ist nur ein angemessener Zustand, der hat mit Urmaterie nichts zu tun. Ja. Und das ist also ein Zustand, wo es dich nicht mehr verlangt nach Hölle, Erde oder Himmel. Sei es hier auf dem Sirius, auf einem anderen Planeten, auf dem Mars, auf dem Mond. Das ist, entschuldigt den Tölpel Lanu, wenn er das manchmal in seinem Buch des Lichts so unvollkommen erklärt. Johann hat auch gesagt, schreib nur runter. Ein paar Sachen lasse ich dir, dass die Leute mal Fragen stellen. Nirvana ist nur vergänglich, wenn du es verlässt. So wie mein Zimmer vergänglich ist, wenn ich es verlasse. Gewissermaßen bin ich nicht mehr da drin. Zu vergleichen wäre Nirvana mit einem Zustand, der sich nicht ändert. Ich kehre zurück ins Zimmer und da ist immer noch alles da. Himmel der Religion ist was anderes. Ja, wenn ich den verlasse, gibt es ja viele, die, hör mal, Adam und Eva sind aus dem Paradies gefallen. Entschuldigung, also das geht ganz schnell. Da ist das Paradies immer noch da, richtig, ja. Aber im Paradies ist die ständig verändernde Materie, höchst geistige Materie. Ja. Und wir können nicht ewig in einem Himmel bleiben. Deshalb gibt es auch in der Bibel und im Koran das Wort ewig gar nicht. Das Wort ewig gibt es gar nicht in der Bibel. Ewiges Leben im Himmel, ja, aber nur in deiner Fantasie. Das Wort ewig wurde falsch übersetzt. Aionias aus dem Griechischen bedeutet eine lange Zeit, aber nicht ewig. Und dann verirren sich unsere lieben Bibelleser und Experten und bringen eine weitere Unsinnigkeit zur Sprache. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, seid ihr denn von Sinnen? Wenn etwas, nehmen wir an, etwas hat einen Anfang und kein Ende, dann ist das doch eine Ewigkeit. Wenn ich das anhefte und sage, von der Ewigkeit zur anderen, ist das doch schon nicht mehr ewig. Meine Lieben, es wird viel Unsinn mit der Sprache getrieben, das sage ich euch. Und darum brauchen wir das Buch zunächst, um die Sache klarzustellen. Nirvana ist die Aufhebung aller Wahrnehmungen und Verbindungen. Und wenn ich daraus wieder hervorfalle, was sowieso die meisten tun, und was beim Wiedererwachen auch mit neuen Monaden immer wieder geschieht, ist ja ein ständiger kosmischer Atem, in hierarchischer Reihenfolge verlassen die den Urgrund und befruchten die Urmaterie. Und dadurch entsteht die ganze sichtbare und unsichtbare Welt mit allem darin. Und natürlich gibt es höhere Wesen und tiefere Wesen. Und wir sind irgendwo in der Mitte, obwohl man manchmal da auch Zweifel haben könnte. Darum ist Nirvana, da kann man nicht mal sagen, Nirvana ist unvergänglich. Es trifft kein positiver Begriff auf Nirvana zu, was viele verwirrte Buddhisten, inklusive den Dalai Lama, dazu veranlassten, zu denken, in Nirvana bist du zerstört. Ja, wo war denn der Buddha in seinen Meditationen und seine Schüler, viele von ihnen? Die haben den Körper, wie ich schon zu Beginn erwähnte, deaktiviert. In dem Sinne, dass sie sich nicht mehr mit den Sinnesfunktionen identifiziert haben. Sie haben dem Atem gelauscht. Sie haben wieder gesehen, gehört, gerochen, geschmeckt, getastet, gefühlt, gedacht. Und haben gemerkt, oh, so schlimm ist das doch gar nicht. Und dann haben sie sich auch davon gelöst. Und konnten ganz klar, manchmal nach Tagen, aus Nirvana zurück in den Körper. Und haben dann ganz bewusst geatmet, gedacht, ja, die haben die Lehre weitergegeben. Sie haben nicht mehr in dem Sinne gedacht, dass sie gedacht haben, jetzt werde ich mal schön der Welt anhaften, weil dann hätten sie wieder Mauern aufgebaut zwischen sich und der Mann. Und meine Lieben, wir sind doch in unserem täglichen Leben hin und her gerissen. Ich sage euch doch nicht, ihr sollt Nirvana erlangen. Ihr könnt es. Es geht entweder Schritt für Schritt oder auf einmal, aber wollt ihr das wirklich? Deine Hausgenossen werden deine Feinde sein. Weil du müsstest dein ganzes bisheriges Leben aufgeben. Du musst alles verlassen, wenn du in diesem Leben Nirvana erlangen wolltest. Alles. Lächelnde Distanz.
ganzen Tag meditieren, dich mit der Lehre befassen. Einmal am Tag was Leichtes essen, Schluss. Zur Toilette gehen. Nicht zur Unzeit isst man. Na, da sind wir. Liebe Ramadan-Leute, sag mal, wer hat euch das, das muss in den Hadithen missverstanden worden sein. Ihr wollt Allah huldigen, indem ihr den ganzen Tag nichts esst und euch nachts den Bauch vollschlägt, beschlagt. Das stimmt doch was nicht. Du wirst wirklich Allah huldigen, mach mal wie ich. 5 Jahre lang hintereinander, einmal im Jahr, 20 Tage nichts essen, Tee fasten, Allah. Franz Xaver Meyerkur, 20 Tage. Und jeden Tag 4 Stunden Sport. 4, nicht 3, 4. Da fängst du an zu fliegen. Hui. Warum? Weil du das Physische so deaktiviert hast durch das Fasten und weiter. Als nach einer kleinen Depressionsperiode, weil die Giftstoffe in das Blut gehen. Und ja, aber dann trinkt man Wasser und Tee und dann geht es weg. Warum habe ich gedacht, ich fliege? Na, weil du doch mehr im Astralen bist als im Physischen. Aber keiner will sich damit. Und du musst ja nicht fasten, so wie ich. Nur ich wollte das mal ausprobieren. Kannst du jedem empfehlen, einmal im Jahr, anstatt in Urlaub zu fahren. Ja? Das ist wirklicher Urlaub. Gönn deinem Körper mal so einen Urlaub, anstatt dich da voll zu fressen und zu saufen. Und das Ganze nur noch schlimmer zu machen. Also, ist ganz wichtig, dass man Nirvana nicht definiert mit dem, was es ist, sondern an sich hauptsächlich, was es nicht ist. Nirvana kommt, wenn du nicht mehr anhaftest. An Nirvana brauchst du nicht zu haften, da bist du dann. Du kannst deinen Willen, in Nirvana will man nichts mehr. Ja, ich will doch noch nach Nirvana, pass mal auf. Du kannst deinen Willen einmal richten in die Welt, da bist du ja jetzt. Das ist das Ergebnis deines Willens, ja was denn sonst? Dein Vater und deine Mutter haben damit nichts zu tun. Die sind nur das Vehikel sozusagen, damit du im vergangenen Leben deinen Willen erfüllen kannst, was auch immer er sein mag. Da werden Kinder heroinsüchtig geboren schon. Dann sagen die, das wollte ich nicht. Doch, 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 das hast du verursacht. Nicht deine Eltern. Du konntest ja nur durch heroinsüchtige Eltern wiederkommen, weil du vielleicht im vergangenen Leben so extrem dieser Droge angehaftet hast. So funktioniert die Maschine. Das kann man beim ersten Anhören nicht so verstehen. Da muss man sich mit der Lehre befassen. So, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Naja gut, also. Wenn du alles überwunden hast, was Nirvana nicht ist, nämlich sehen, hören, fühlen, schmecken, tasten, denken, riechen, wahrnehmen, empfinden. Dann kommt Nirvana, der deshalb angemessene Zustand, weil er leidlos ist. Leiden kommt nur durch die Beschmutzung. Guck mal, es spricht zu euch eine Beschmutzung. Es spricht zu euch Beschmutzung oder zu euren Beschmutzungen spricht eine Beschmutzung. Ich benutze meine Beschmutzung, mit der ich mich beschmutzt habe, um zu euch beschmutzen zu reden. Vom höchsten Standpunkt aus gesehen natürlich, nur ist klar. Ja? Denn alles, was mir essentiell nicht angehört, schau mal, der Mantel ist eigentlich eine Beschmutzung für meinen Körper. Man könnte sagen, naja, der wärmt dich, aber eigentlich ist er verdeckt ja, was ich wirklich bin. In dem Falle, falls ich mich mal mit dem Körper identifiziere. Und so verdecken die Beschmutzungen unser wirkliches Selbst. Und du bist gut beraten, wenn du sagst, ich bin eine Monade, die einen Körper hat. Meinetwegen sagt Seele und Geist, die einen Körper ist mir egal. Aber sag nicht, ich bin ein Körper, der eine Seele hat. Damit reitest du dich in den Schlamm. Der wahre Befreiungsruf des Kriegers heißt nicht frei vom Selbst, sondern frei vom Nicht-Selbst. Ich hoffe, ich konnte mich klar ausdrücken, was das Nirvana anbelangt. Die Wesenheiten verlassen immer wieder den nirvanischen Urgrund.
Jetzt habe ich aber neulich gesagt, sie verlassen ihn nicht. Versteht ihr, wie das Buch zerschließt? Das muss man auch mal verstehen. Nichts hat jemals den Urgrund verlassen. Sind alle immer noch da. Aber durch Reflexion. Diese Reflexion ist unser Lebensdurst. Der hat uns in die Materie gebracht. Und hier sind wir. Wir sind umgeben von lebensdurstigen Wesen. Ich sage niemand, dass es schlecht ist. Bitte, das Leben ist doch schön. Also gar keine Frage, ja. Gibt doch schöne Augenblicke. Ja, sonst wird da keiner leben wollen. Wenn das Leben nur Hölle wäre, dann müsste ja die Welt aus Masochisten bestehen. So. Nur, wenn ich mal einen Maßstab mir setze, von der höchsten Maßgabe einer Situation, die keiner Veränderung mehr unterliegt, also dem Nirvana, ist jede Veränderung, kann nur erlebt werden durch eine Beschmutzung. Die unterliegt ja der Veränderung. Eben auch in den Himmeln der Religion. Diese Ätherstruktur der höchsten Himmelsebene verändert sich ständig. Alle Formen werden immer wieder aufgelöst. Irgendwann werden die Engel sogar zusammengedrängt und in den Urgrund aufgezogen. Da werden sie auch mal gucken, falls sie es nicht schon wissen. Wenn sie es wissen, dann sind das Nirvanis, die sich freiwillig dahin begeben haben. Aber sag du mal, geh du mal als Nirvani, nehmen wir an, du bist ein Losgelöster. Geh mal in die Himmelswelt und sag denen, das ist vergänglich. Sag das doch mal. Und die befinden sich gerade in einem super beseligenden, ja, orgasmischen Zustand. So schön ist es nämlich im Himmel. Sagen, störe mich nicht. Oh, dieses Gefühl im Himmel. Sie wissen noch nicht, dass es ihnen genommen wird. Kommt das Leid spätestens dann. In der Maßgabe dessen, wie man das Glück empfunden hat, wenn es einem genommen wird, kehrt es sich ins Unglück. Darum gibt es ja. Wo war denn der erste Krieg? Wo war er? Also, ihr wisst es bereits, im Himmel. Da gab es noch gar keine Erde. Da gab es noch keinen Mond. Da gab es Zentralsonne. Ja, und so. Ne? Und trotzdem waren Konfrontationen. Etwas störte die Himmelseligkeit. Ja, um Gottes Willen, was denn? Die Veränderung der Strukturen. Ja? Und da spielt man mit der Eitelkeit, mit dem Glänzen, mit dem Strahlen, mit der Aura. Mit der einen Engel sagt, oh, wie der glänzt. Die anderen Engel auch da, glänzen auch, aber nicht ganz so. Und alle scharen sich um den glänzenden Engel. Und der andere, der ja auch schon in Seligkeit ist. Er sieht aber, da ist ein Unterschied. Das ist ja die Situation in der Himmelswelt. Ist graduell verschieden. Die nachtodlichen Ebenen sind im Buch des Lichts alle beschrieben. Und da entsteht Zwist. Neid, wenn es auch in verfeinertster Weise ist. Und je mehr der entsteht, umso mehr verdichtet sich die Struktur und die Wesenheit fällt zurück auf Ebenen, die dieser Dichte entsprechen. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt erklären, warum ich sage, Nirvana ist vergänglich. Aber nur für den, der in Nirvana ist. Wenn er wieder rausgestoßen wird. Wenn er aber mal ein ganz hohes Nirvana angelangt, da kann er nicht mehr rausgestoßen werden, weil keine Skandas da sind. Wenn aber Skandas, permanent Atome da sind, dann kann er rausgestoßen werden. Jetzt kommt noch was. Er kann auch aus eigener Entscheidung Nirvana verlassen. No problem. Natürlich. Ich kann sagen, ich verlasse Nirvana, ich gucke mich mal um. Und so einer, für den ist dann nicht mal Nirvana nicht mal vergänglich, weil er ist ja ein Nirvani, versteht ihr? Er hat Nirvana. Das ist dann wieder im Vergleich so, wie wenn ich mein Zimmer verlasse, gehe raus und weiß, wenn ich wiederkomme, ist doch alles das Gleiche. Vergleiche hinken oft, man darf sie nicht zu weit führen. Ich hoffe, ich konnte dieses Missverständnis klären. Ja. Wir sind immer in Nirvana. Aber in dem Maße, in dem wir durch Reflexion Nirvana verlassen,
liefern wir uns aus den Schwingungen von tieferen Welten bis runter in die tiefsten Höllenebenen. Und natürlich gibt's in der physischen Welt hier auch Glücksmomente. Orgasmen, Sex, Essen, Trinken und so weiter, die gibt es ja. Nur je mehr ich diesen anhänge, umso mehr sind die wie Magneten, die noch tiefer ziehen in die physische Welt. Und dann ist meistens, wenn das Ganze extrem wird, eine Höllenebene eben das Angemessene. Er geht ja gar nicht anders. Wer alle totschlägt, kann doch nicht erwarten, dass er im Himmel landet, wo die alle sagen, danke, dass du totgeschlagen hast. Das geht doch gar nicht. Ehre sei dem Buch des Lichts. On earth have been cried. See the million children of hunger they die. See the rich man smile and the poor man starve, showing his fist to the God above, asking why. Shine as gold. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. He wants you to know that you're part of his plan, and you feel the pain if you don't understand. But once you open your heart to his truth, never-ending glory is waiting for you. He'll be there. He'll be there for you. So for every tear that's been cried on earth, there's an angel in heaven who always cares. And each feeling of love that comes from the soul in heaven's world, it will shine as gold. There is only the reality of love, of love. So wherever you are and wherever you go, he will never ever leave you alone. And if you're feeling down and low, he will give you the power to carry on. Been cried on earth, there's an angel in heaven who always cares. And each feeling of love that comes from the soul in heaven's world, it will shine as gold.